Hallo, liebe Leser von magistus.de. Ich habe heute leider einen Telekom-DSL-Ausfall bei mir, weshalb ich auf meinen Phonik UMTS Surfstick ausweichen wollte. Musste dabei leider feststellen, dass der unter Snow Leopard gar nicht so leicht in Betrieb zu nehmen ist. Hab's dann aber doch geschafft und möchte euch heute zeigen, wie ihr den UMTS-Stick doch zum Laufen bekommt, auch unter macOS Snow Leopard. Wenn ihr den UMTS-Stick in euren USB-Port steckt, dann erscheint automatisch dieses Icon Mobile Partner. Und wenn ihr hier auf Mobile Partner dann geht, findet ihr die Mobile Partner App. Wenn man die ausführt, bekommt man leider Gottes eine wunderbare Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung bekommt man auch, wenn man den neuesten Treiber von Phonik herunterlädt. Ist also nicht wirklich sinnig, das so zu machen. Ich habe mich dann im Internet erkundigt, ob es diese Probleme vielleicht sonst auch noch gibt und bin tatsächlich fündig geworden, unter anderem im Blog gili.ws. Kannte den Blog vorher nicht, aber hier ist genau mein Problem beschrieben. Phonik Mobile Partner Software für Phonik Surfstick unter Mac OS X installieren. Ich kann euch gleich sagen, 100% hat es mir nicht geholfen, aber ihr findet hier zum einen Link, wo ihr die neuesten Treiber von Phonik herunterladen könnt, nämlich unter phonik.de HTML Formulare HTML. Und dort findet ihr auch für meinen Surfstick, den Huawei E160, die entsprechende Software. Ich habe hier die macOS-Variante heruntergeladen. Habt ihr die runtergeladen? Das ist ein ganz normales ZIP-File. Ihr findet das Verzeichnis dann bei euch im Download-Verzeichnis oder hier auf dem Desktop. Ich habe es entpackt und hier haben wir das Verzeichnis mit dieser Mobile-Partner-App. Aber auch wenn ich dort doppelt klicke, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie schon eben. Deswegen gehe ich hier mit der rechten Maustaste wiederum auf Paketinhalt zeigen. Dort öffnet sich dann ein weiteres Verzeichnis, nämlich Contents. Und dort wiederum unter Resources findet man Mobile Partner M-Package. Wenn ihr dieses ausführt, habt ihr wirklich das Installationspaket, das diese Mobile Partner App bei euch im Programmverzeichnis installiert, und zwar wiederum unter Mobile Partners. Hier habt ihr diese Mobile Partner App. Wenn ihr diese Mobile Partner App wiederum aufruft, bekommt ihr diese bekannte Phonik Anwendung. Der UMTS-Stick wird eigentlich direkt erkannt. Ihr seht dann hier unten, was ihr für eine Verbindung habt, dass das alles läuft, funktioniert, wunderbar. Ihr habt hier oben dann einen Button Verbinden, in meinem Fall jetzt Trennen, weil ich im Moment online bin. Problem ist nur, dass auch das direkt bei mir nicht funktioniert hat. Zwar kam dieses Programm, also das Programm hat sich gut starten lassen, auch der Stick wurde erkannt, klickte ich aber auf Verbinden, passierte nichts. Ich hatte keine Verbindung im Internet. Nach einer weiteren Suche wiederum im Internet, übrigens war ich da mit meinem iPhone verbunden, habe ich eine weitere Webseite gefunden, in dem Fall diblg.wordpress.com, und hier wurde mir erklärt, dass ich in den Network Settings meines Snow Leopards unter Telefonnummer was eintragen muss. Hört sich jetzt komplizierter an, wie es ist, ist es nämlich wirklich nicht. Ihr geht in eure Systemeinstellungen und in den Systemeinstellungen findet hier unten den Punkt Netzwerk. Doppelklicken, ihr kommt rein und hier müsstet ihr eine Verbindung Huawei sehen. Solltet ihr die nicht sehen, ich gehe mal hier ganz kurz in mein System rein, es ist noch geschützt, könnt ihr dieses Modem hinzufügen, indem ihr hier unten sagt Plus. Ihr wählt Huawei Modem aus und sagt Erstellen. Habe ich natürlich jetzt schon gemacht.
Und dann müsst ihr in diesem Modem nur die Telefonnummer eingeben. Und zwar sehr kryptisch. Stern 99 Stern 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 1 Hash. Ihr müsst keinen Benutzernamen eingeben, kein Kennwort eingeben. Anschließend sagt ihr Anwenden und könnt wiederum aus euren Systemeinstellungen rausgehen. Sobald ihr diese Huawei-Netzwerk-Device-Einstellungen vorgenommen habt, könnt ihr auch tatsächlich, kein Scherz, hier auf diesen Button auf Verbinden klicken und diese Mobile Partner App verbindet sich anschließend tatsächlich mit dem Internet und ihr könnt, man sollte es nicht glauben, wirklich surfen. Ein bisschen schade, dass das Ganze doch etwas kompliziert ist und nicht automatisiert passiert. Ich hoffe dennoch, dass ich euch helfen konnte, wie ihr tatsächlich mit einem Phonix Surfstick, ich könnte mir auch vorstellen, zumindest was ich im Internet gelesen habe, dass es auch bei anderen OMTS-Sticks nicht ganz so einfach ist. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch helfen konnte, ins Internet zu kommen mit Surfsticks, OMTF-Surfsticks und wünsche euch fröhliches Surfen, vielleicht auch auf magistus.de. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann.